Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne. Wir werden jetzt looten und vielleicht sogar leveln, wer weiß das schon. Wir bekommen jetzt ein Schild, den Behältnisschild, ein Schild, den wir sicherlich nutzen wollen, denn wir sind Guts und wir sind dafür bekannt, wie viele Schilde wir nutzen, nicht wahr? Ja. So, das ist das schöne Ding hier. Da draußen eine heiße Alte mit einer glühenden Gebärmutter. Na, komm schon! Zeig mir Law! Der Schild stellt eine Priesterin aus Selim Lois dar. Von ihm geht eine gewisse Hitze. Aus, die Fähigkeiten des Trägers erhöht. Die Priesterin, die sich der Besänftigung der alten Flamme widmeten, gibt es nicht mehr. Wenn wir diesen heißen Schild nutzen, dann erhöhen sich alle blauen Werte links. Wir kriegen einen Punkt zusätzlich in Vitalität, wir bekommen einen Punkt in Ausdauer, wir bekommen 4 Punkte in Stärke, wir bekommen 4 Punkte in Geschick, etc. pp. Das heißt, der Schild hier ist prima für Seelenlevel 1 Durchläufe, denn man kriegt ganz viele Attributspunkte, wenn man ihn nutzt. Und das könnte dazu führen, dass man eine Waffe, die man vormals noch nicht nutzen konnte, oder ein Schild, dann einsetzen kann. Prima Sache. Allerdings ist das hier kein Seelenlevel 1 Durchlauf, sondern ein kein Lebensstein Cosplay, kein bestimmtes Leuchtfeuer, zum größten Teil Eid der Kämpfer. Vorkämpfer-Durchlauf. Das ist sehr umständlich. Deswegen steht es auch nicht im Titel. So, das ist die Brücke hier. Hier haben wir den Boss bekämpft. Ava, da oben saß die gute Katze. Und wie man sieht, der Schneesturm hat sich gelegt. Und diverse gefrorene Gebilde, so wie dieser Turm dort unten, sind nun begehbar. Das heißt, das Gebiet hier ist im Grunde, ja, um diverse Facetten nun reicher geworden. Und das finden wir doch sehr erfreulich. Denn jetzt bekommen wir mehr zu tun hier. Dort oben sieht man Priester mit heißen Gesichtern und langen, kräftigen Bärten. Das finde ich mehr als wunderschön. So, und dann wollen wir mal schauen, wo wir hier noch hinkommen. Wir könnten hier runterspringen. Das würde heißen, dass wir sterben, denn das ist ein fataler Fall, der uns beenden wird. So, und dann laufen wir natürlich zurück zum Leuchtfeuer. Dort oben haben wir noch eine Leiter. Die Leiter war vormals, die man da oben rechts sieht, die war unsichtbar. Das heißt, nicht nur Gegner waren unsichtbar, sondern auch gewisse Objekte hier in der Welt. Die sind jetzt sichtbar. Und das erleichtert uns natürlich massiv hier, diesen Ort weiter zu erkunden. Wir haben uns jetzt zum Leuchtfeuer teleportiert, das wir vorhin gesehen haben. Ich wollte nur die hübsche Aussicht eben zeigen. So, und das wird das Leuchtfeuer, das wir uns verdienten, kurz nachdem wir uns das Auge schnappen konnten. So, diese dreckige Nutte hier ist eine Zauberin, ist eine Zauberin. Und ja, ihre besten Zeiten sind jetzt auch vorüber. Da oben sitzt einer, den ignorieren wir. Und dann gehen wir weiter hier in diesem schönen Gang. Durch in diesen schönen Gang. So, wir schleppen 120.000 Seelen mit uns rum. Ich finde das nicht sehr problematisch, denn ja, wir haben ja schon genug Seelen hier ausgegeben. So, das ist ein Raum voller Assholery. Wir werden versuchen, uns hier mit Klugheit durchzusetzen. Locken die Meute von Arschgeigen hier zu uns. Und das hat ganz phänomenal geklappt. Einer ist schon weniger. Okay, ich dachte, das war einer von denen. So, dann machen wir das. Schnappen wir uns die Nutte hier. Die hat uns leider erwischt. So, ein weiterer. Den reißen wir um. Und dann schlachten wir ihn. Ja, man sieht hier ganz gut, man kann solche Situationen, in denen man sehr viele Gegner sieht, mit einer halbwegs vernünftigen Strategie
oftmals vereinfachen. Und das sollte man auch tun, denn das ist ein Teil der Souls-Serie, dass man eben mal über gewisse Situationen auch nachdenkt, wie man sie eben schafft. Oh Gott! Und nicht einfach nur wie ein Vollidiot reinrennt und knüppelt wie ein Bescheuerter. Selbst Gerz würde das nicht tun. Auch wenn er dazu natürlich mehr als in der Lage wäre. So, wir haben die eine Zauberin in der Nähe dieses Golems getötet. Wenn wir das nämlich tun, absorbiert der Golem genau wie die Golems in Schloss Drang Lake, die wir gesehen haben. Na komm schon. Das ist ein Griff. Absorbiert er die Seelen und dann wird er zum Leben erweckt. Interessante Sache, nicht wahr? Cannonball! Er ist ganz schön zäh. So. Jetzt haben wir die Seelen absorbiert, weil er hier nicht in der Nähe war. Und wir können den Golem auch zerstören, wenn er nicht aktiviert wird. Wie man hier sehen kann. Tolle Sache, nicht wahr? Finde ich auch. So, hier sehen wir den perfekten Vergleich zwischen einer normalen Truhe und einer Mimik-Truhe. Die rechte hier ist eine normale Truhe. Sie hat keinerlei Schlösser. Die linke hier ist eine Mimik-Truhe. Und weil es tendenziell auch eine halbwegs dumme Idee ist, einen Mimik direkt von vorne anzugreifen, denn er macht seinen Bissangriff, wie man hier sieht, aktivieren wir den Buster und dann reißen wir ihn in Stücke. So. Wir kriegen das Symbol der Habgier, war es, glaube ich, gerade. Ja, und jetzt sind wir auch ein Mimik. Kleiner Moment. So, wir verlieren jetzt hier permanent Lebenspunkte. Dieser Helm zieht uns nämlich die Lebensenergie ab. Des Weiteren erhöht er aber die Seelen, die wir bekommen, wenn wir Gegner töten. Und er gibt uns eine bessere Beutehäufigkeit. Das heißt, die Item-Drop-Rate ist erhöht. Cooler Helm. Gab es auch schon in Dark Souls 1. Hier gibt es den auch und man kriegt den von dieser Truhe dort. Feine Sache. So, dann schnappen wir uns das Ding hier. Im Grunde ist das der perfekte Helm, um zu farmen. Wir kriegen fossile Drachenknochen und Titanit. Drei jeweils, das ist nicht schlecht. Und dann gucken wir auf die Uhr, um zu sehen, wie viel Zeit wir noch haben. Und wir haben alle Zeit in der Welt. So, hier sieht man ein Item. Das holen wir uns. Getrocknete Wurzel. Und wir werden invasiert vom heiligen Ritter Aurheim. Oder Aurheim. Aur. Und hier ist eine Meute von Arschgeigen zu sehen. Oh, der verfolgt uns. Das ist doch sehr nett. Dann reißen wir ihn um. Diesen dreckigen Mongo. Und dann schlachten wir ihn ab. Dasselbe machen wir mit dir. Dann heilen wir uns. Wir haben auch ein Item bekommen. Ich glaube, die droppen Lebenssteine. Genau. Ja, damit können wir nichts anfangen. Den Scheiß brauchen wir nicht. Bist du dran? Und wie man sieht, jetzt hat der Golem hier die Seelen absorbiert. Und der Typ hat uns ins Gesicht getreten. Na komm. Schaden, den wir verursachen, ist nicht so gut hiermit. Oh Gott. Wir haben ihn leider verfehlt eben. Das hat fast unseren Tod hier bedeutet. Aber ist nicht so schlimm. Und jetzt haben wir ihn. So, wir haben ihn weiter weggetötet von den anderen Golems, damit er natürlich die nicht wiederbelebt. Und bevor wir irgendwas anderes machen, gehen wir mal hier hin. Gucken kurz in unser Menü. Okay, wir sehen nichts Besonderes. Oh, das ist eine ganz normale
Ganz normale Fässer sehen wir hier. Ah. Was war das denn? Ja, eben wurden wir von einem Fass verfolgt. War das nicht interessant? Ja, ich denke schon. Dieser Bastard hier hat sich nämlich in ein Fass verwandelt mit dem Silbertalisman. Und hätten wir uns jetzt zur Truhe bewegt und hätten die dann verwenden wollen, dann hätte er uns gebackstabbt, dieser fettige Mongo. Ah, er ist gefährlich. Oh, du bist gar nicht dumm. Na komm. So, aber wir staggern ihn natürlich, weil wir die Macht unseres Schwertes haben. Leider verfehlt, nochmal. Jetzt haben wir ihn. So, Auerheim. Das hast du ganz toll gemacht. Das Lustige ist, wir bekommen die Items, die er nutzt. Wir werden es gleich sehen. Hier in der Truhe. Da sind nämlich Silbertalismane drin. Und exakt das Item hat er genutzt, um sich in ein Fass zu verwandeln. Wie man hier sehen kann. So, dann werden wir den Burschen hier erledigen. Und weil wir wissen, dass wenn einer von den beiden stirbt, er den anderen wiederbelebt, wenn wir beide die Lebenspunkte von beiden auf einen sehr, sehr geringen Wert bringen, so dass wir beide einfach ja, mit einem Angriff auslöschen können. Und das war nicht der Angriff, sondern der hier. Denn wir sind total clever, nicht wahr? So, hier kriegen wir jetzt eine Truhe, nachdem wir die hier befreit haben von dieser ganzen Meute von Arschgeigen. Das geschwungene Neil-Großschwert. Das ist das Schwert von Sam Neill. Wenn ihr euch fragt, wer Sam Neill ist, das ist der Typ aus Jurassic Park. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann schlürfen wir uns hier mal ein bisschen einen ab und dann gehen wir in die Richtung, ja? So, hier ist nämlich noch mehr Freude. So, was mit dir? Und wir haben einen der Golems erweckt. Er hat nämlich die Seelen absorbiert. Ich denke, das Ding hier wird gleich klingeln. Und mit das Ding meine ich genau. Damit meine ich meinen Wecker. Beim nächsten Mal werden wir dann sehen, wie wir den Golem hier erledigen. Und dann werden wir weiter hier in die Gemäuer von Ilium Lois eindringen. Aber erstmal möchte ich hier hingehen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass der Golem hier nicht hineinkommen kann. Ja, bis zum nächsten Mal. Und adios. Das war übrigens der Bossnebel hier. Da ist der Bossraum. Alles führt zurück.